So, Leute, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der neuen Folge und im ersten Vlog 2024. So, Leute, wir bringen heute Gärreste auf den Raps. Dieses Jahr Befahrbarkeit sehr, sehr spät. Auch gar nicht so gut. Ich meine, jetzt geht das. Wir hatten viel Regen jetzt hier in den letzten Wochen. Und ihr seht, heute Nacht war noch mal Frost. Aber der Boden hier ist nicht gefroren, sondern wir haben nur Reif an der Oberfläche. Also alles okay. Gesetzlich dürfen wir das. Wir haben 27 Meter Fahrgasse und ich habe ein bisschen wild Dienstleistungen hin und her geschoben, sodass ich heute hier ja, mit 25 Kubik Venus das ausbringen lasse. Und der hat ein 30 Meter Bohrmechgestänge und auf 27 Meter kann der abschalten und dann lassen wir es fahren. Ich habe jetzt auch hier die Applikationsrouten, also meine Kartierung schon dabei, dass er auch meine AB-Linien findet. Und dann bin ich gespannt. Ja, lasse ich 25 Kubik reinfahren. Normalerweise fahre ich eigentlich nichts im Raps, weil ich im Herbst das schon mache bezüglich Striptill. Und dann im Frühjahr, ja, die Endaufnahme ein bisschen spät ist eigentlich. Aber jetzt ist das ja wie folgt, man braucht ja auch andere Nährstoffe, die habe ich ja im Herbst nicht gegeben. Und momentan ist das finanziell relativ günstig für gerade diese Bedingungen. Sagen wir mal so, die Biogas gibt vielleicht noch ein oder anderen Euro dazu, damit Gärreste wegkommen. Weil die sind alle voll und niemand aktuell fährt. Und das macht es natürlich so, dass sich das jetzt lohnt, Gärreste in Raps reinzufahren. Und ja, mit 27 Meter sieht die Welt natürlich auch anders aus. Also fahren wir heute und morgen erstmal hier damit. Heute habe ich eigentlich den ganzen Tag noch Büro, aber im Laufe des Tages müsste das eigentlich so klappen, dass ich hier Gärreste mitfahre mit unserem zweiten Zubringer. Also wir sind heute ganz dicht dran. Und dann legen wir mal gleich los und dann sprechen wir mal über die Randbedingungen aktuell in diesem Jahr. Und ich habe nachher hoffentlich auch meine Kopfhörer. Ich habe das Klinkekabel nicht mit, Leute. Heute Morgen hier, bis heute Morgen noch ein paar Bürosachen abgeklärt und dann Klinkekabel vergessen. Und dann ist mir heute Morgen noch mein Schlüssel vom VW abgebrochen. Hier, muss ich erstmal nachher den Ersatzschlüssel holen. So, so wird hier aber auch alles wieder. So, und dann gucken wir mal, wie es läuft und dann bis nachher. So, also mit den Linien hat alles geklappt, haben wir überspielt, ist Gott sei Dank Fan zu Fan, das ist ganz easy. Und ja, 30 Meter Gestänge hat er, er kann es nicht anklappen. Das heißt, Vorgewinde müssen wir mal gucken, wie wir das machen, aber in den Bahnen kann er auf jeden Fall Gärreste ausbringen und dann auf 27 Meter abschalten. Ich habe nur 18 Meter, müsste im Bestand dazwischen fahren und Raps verträgt überhaupt keinen Tritt. Das heißt, der ist dann hinterher Matsch. Da kommt nur noch Wildwuchs zustande und deswegen ist das wichtig, dass man nur in den Fahrgassen fährt. Normalerweise, wie gesagt, bin ich gar kein Freund von, das Ganze in Raps zu machen. Ja, ziemlich breite Fahrspuren. Aber wir haben hier ein schönes Gesamtprofil von Nährstoffen, was wir im Herbst nicht geben konnten. Und wie gesagt, die finanzielle Situation ist ganz günstig. Wird ja halt gemäß noch ein bisschen bezuschusst, sagen wir es so. Und so dass ich hier sehr, sehr kostengünstig Gärreste ausbringe. Und das ist im Prinzip ganz geil eigentlich. Dadurch spare ich halt ungefähr nachher am Stickstoff ungefähr 70, 80 Euro auf dem Hektar. Und die will ich da auch ausschöpfen als Ersparnis. So, dann fahren wir dann mal gleich mal ein bisschen hinterher hier. Wir drehen einmal das Auto um. Und dann muss ich einmal kurz noch für Detlef was besorgen. Dann Spritze wird heute auch fertig gemacht von Detlef. Ja, Detlef war leider ein bisschen länger nicht da und das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Der Plan war ja eigentlich, dass wir im Winter da was fertig machen, sonst hätte ich nämlich schon Mikronährstoffe jetzt im Raps raufgefahren. Aber das kriegen wir diese Woche auch alles hin. Die Vegetation hat begonnen, aber ist bei uns noch nicht so weit. Also ich war gestern zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Da sieht das ganz anders aus. Also da kamen die auch noch nicht auf die Flächen, aber da brauchen die Bestände jetzt wirklich, wirklich, wirklich Gärreste bzw. Dünger, Nährstoffe, damit da was geht. So, haut hin mit der Fahrgasse, das sehe ich schon. Also er fährt genau die Spur rein, die ich ihm gerade gegeben habe und die ich auch als Fahrgasse gefahren habe. Ist ja ganz geil heutzutage, ne? Auch wenn man jetzt hier in Direktsat das kaum sieht. Hat er jetzt trotzdem die Fahrgassen zur Verfügung und kann mir meine Flächen jetzt hier fertig machen. Mein Fass ist aktuell noch woanders in Nutzung. Ich habe ja euch erzählt, dass ich mit dem Betrieb auch kooperiere, sodass ich ja,
Technik noch ein bisschen besser auslasten kann und auch kostenspar. Gerade kostensparen in diesem Jahr, Leute, die Gerste aktuell auf 130 Euro. Roggen habe ich nicht, Roggen genauso schlecht. Futter, Weizen auf 140, ich weiß nicht, ob ich eine A schaffe, je nach Jahr, ne? Beziehungsweise im B-Weizen. Und da muss man sich halt schon Gedanken machen, wie kann man noch kosteneffizienter sparen, weil sonst sieht es dieses Jahr ganz knapp aus. Denn wir haben Dünger auf einem relativ, wir haben auf, nicht auf einem hohen Niveau eingekauft, aber auf einem kräftiges Niveau auch nicht. Also nicht so günstig, wie es ursprünglich mal war, zu den Zeiten, wo der Getreidepreis. Also mal zum Vergleich, ich habe Flüssigdünger eingekauft für 290 Euro die Tonne. Und als der letztes Mal der Weizenpreis bei 160, 170, 180 war, habe ich das für 190 eingekauft. Ja, da ist schon mal ein Punkt, den wir da irgendwie drehen müssen, was teurer wird. Pflanzenschutz ist auf einem anderen Niveau, Diesel ist auf einem ganz anderen Niveau. Wir haben damals von 1 Euro gesprochen, jetzt sind wir bei 1,70 Euro. Auch wenn wir über größere Mengen einkaufen und auch Kontrakte gemacht haben, zahlen wir trotzdem noch relativ viel Geld für das Ganze. Das ist ein Vogelsanggestänge, oder? Ist das nicht... Das ist kein Bohmech. Ist das Bohmech? Nee. Das ist kein Bohmech, wird hinten dran stehen. So, natürlich bodennahe Ausbringung, ganz wichtig. Jetzt ist es ja auch so, dass wir schön kalte Bedingungen haben. Die Pflanzen sind noch gefroren nicht, die haben Reif oben drauf. Und das ist halt optimal für Gerste, ne? Je wärmer das ist, desto höher haben wir die Nährstoffverluste. Einfach durch Stickstoffemissionen. Und je kühler das ist, desto besser ist das. Also ich glaube, wir machen das jetzt noch zum guten Zeitpunkt. Vegetation geht jetzt los. Kann der gar nicht die Fahrgasse absperren. Eine Seite hat er abgesperrt, die Fahrgasse, andere Seite nicht. Muss ich ihm noch mal gleich sagen beim Nachpumpen. Nee. Der hat gar keine Hähne für die Fahrgasse. Schade, 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 schade. Will ich mir unbedingt, habe ich noch nicht geschafft nachzurüsten. Ja, wie gesagt, leider Gottes sind wir personell diesen Winter nicht gut aufgestellt gewesen durch Krankheit. Und dann hoffe ich mal, dass der Raps sich relativ zügig entwickeln wird. Wie gesagt, der kriegt diese Woche mit Spritze noch Mikros und ein bisschen anderen Blattdünger, ein bisschen Stickstoff und alles über dem Blatt, sodass der zügig anziehen wird und dann ja, so ein bisschen was kompensieren wird. Aber es ist halt kein Einzelkornraps, das muss man letztendlich sagen, das ist es nicht. Aber ich denke, jetzt so, wo er schon ein bisschen angefangen hat zu wachsen, sieht der Bestand doch gut aus. Also letztens in der AKF habe ich auch gedacht, naja, da müssen wir das Beste draus machen, aber jetzt bin ich relativ zuversichtlich, dass das gut gehen wird. Das sieht man auch hier, wenn die Stoppeln jetzt nicht ganz so krass hoch sind, dann sieht er schon ein bisschen besser aus. Und so sieht er eigentlich überall aus. Genau, also so ist der Plan. Dann fahre ich jetzt Flüssigdünger auch noch die Woche nach mit der Spritze und dann ist der Raps schon so gut wie fertig. Käfer bleibt erstmal nach wie vor kalt, da wird nicht viel passieren. Und ja, Zubringer waren die letzten Wochen ein bisschen auswärts unterwegs, aber auch sehr, sehr verhalten. Also ganz, ganz viel Regen. Flächen sind überhaupt nicht befahrbar. Und ja, Direktsaat schon ein bisschen, aber alles im Allen auch auf Direktsaatflächen. Ich habe ja diese Moorsenken, auch da steht das Wasser, weil einfach das Grundwasser so weit hochdrückt. Direktsaat hin oder her, in den Grünland steht auch das Wasser. Ist eigentlich völlig normal für meine Region, dass über Winter da Wasser steht und im Frühjahr da Wasser steht, weil der Grundwasserspiegel einfach so hoch ist, ne? Und weil die relativ tief liegen, diese Moorzungen. Jo, soweit dazu. Also, Herausforderung für dieses Jahr ist wirklich, nochmal einmal mehr, die Sparschraube anzuziehen. Denn wir wissen die aktuellen Preise nicht für den Sommer. Also ich habe noch gar nichts festgemacht, weil die Preise schlecht sind, muss man ehrlich sagen. Und die waren auch jetzt über den ganzen Winter nicht wirklich gut. Ich will das einfach noch ein bisschen aussitzen. Raps hatten, ja, 400 Euro ist halt ein Standardniveau irgendwie, aber 450 würde ich schon gerne mitnehmen eigentlich. Da müssen wir einfach gucken, wie es wird. Und dann sehen wir ansonsten weiter und dann fahre ich jetzt erstmal mein Klinkekabel fürs Mikrofon holen, damit wir wenigstens wieder vernünftigen Ton haben, Mensch. Das ist doch kein Zustand mit dem hier. So Leute, ich habe Klinke immer noch nicht gefunden. Ich war zu Hause, habe alle durchgewühlt. Vielleicht habe ich dann auf der Reise da mit Janni vergessen. Leute, 30 Kubik hat das fast. Ich habe 25 gedacht. Das ist schon ein dicker Bobby, mein lieber Mann. Da geht's schon voran. 30 Meter Gestänge. Also, kann ich sagen, er kann nicht auf 27 Meter klappen, sondern auf 24 Meter. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass er auf 24 Meter im Vorgewende klappt, aber die 27 Meter Gasse fährt, dann fehlt am Rand 1,50 Meter. Das ist dann halt so. Aber dann fährt er keine neue Fahrgasse ran.
So, das ist hier der Direktsaatraps, wo die Gerste relativ spät noch durchkam, muss ich ehrlich sagen. Die sah früh so sauber aus und dann kam die Gerste noch hier durch. Und die werde ich jetzt, ich denke mal, morgen Abend ist meine Spritze wieder heil, die werde ich dann morgen Abend fertig machen. Die Gerste. Zumindest die Gerste fertig machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten, Rapsbestand sieht ganz gut aus. Die Pflanzen haben sich jetzt auch gut in den letzten Wochen entwickelt. Wie man ja das hier so sieht, ne? Und dann werden die auch ganz gut werden. Also dieser Bestand, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich habe in der AKF, habe ich erzählt, der Feldaufgang war gar nicht so gut. Nee, der war auch gar nicht so gut. Der Fakt ist aber hier war die Zwischenfrucht. Hier haben wir Planting Green gemacht. Und hier war das so, dass die Zwischenfrucht so viel Feuchtigkeit weggenommen hat, dass dieser Feldaufgang, also der Boden war staubtrocken, dass hier der Feldaufgang schlechter war als da, wo wir einfach nur gedroschen haben und gedrillt haben. Und demzufolge war die Entwicklung ein bisschen schlechter. Aber jetzt... Dann war das auch so, der Raps war im Herbst relativ dicht, dann kam die Gerste in der zweiten Welle, also das ist ja die zweite Welle, die ihr seht, die erste haben wir ja schon mal bekämpft, die kam dann relativ spät und dann war der Raps schon zu. Und dann habe ich auch, da haben wir mit Maishäckseln zu tun gehabt und dann habe ich mich gegen eine Behandlung gesträubt. Aber jetzt könnt ihr mal sagen, einige haben ja gesagt, fahr mal Kerb. Aber Kerb ist ja ein Bodenherbizid und Bodenherbizide funktionieren eigentlich nicht so gut in Direktsaat. Aber jetzt könnt ihr mal schreiben, die Direktsaat-Erfahrung haben, Kerb ja oder nein, funktioniert das oder nicht? Und dann würde ich das für nächstes Jahr nehmen. Und der Punkt ist halt, ich hatte schon ein Gräserherbizid im Herbst schon gekauft gehabt. Das heißt, ich hätte jetzt Kerb zusätzlich kaufen müssen. Und man weiß ja nicht, wo wir dieses Jahr hinkommen mit den Getreidepreisen und. Deswegen müssen wir vielleicht hier, kommt das am Ende auf jeden Euro an. Deswegen habe ich gesagt, lasst das. Also ich spritze das jetzt hier weg. Dann nehme ich noch Mikros rein, ein bisschen Stickstoff nochmal über das Blatt, damit ich den relativ zügig jetzt in die Entwicklung bringen kann und pushen kann. Und dann wird das auch was. Ich weiß nicht, einige haben geschrieben, das wird dir Ertrag gekostet haben. Na, glaube ich noch gar nicht dran, weil die Entwicklung von den Rapspflanzen war wirklich gut und die Gerste kam auch super schnell. Also die Gerste ist hier ein Thema von, ich sag mal, ab Oktober, wo das nachher richtig spät wurde, da kam die nachher erst zum Tragen und da wuchs die Gerste auch erst. Vorher war der Bestand halt gut und sauber. Weil wir haben ja, vorweg haben wir da schon bekämpft gehabt. So viel zum Thema dazu. Genau, warum mit dem Großen, habe ich auch erzählt, ne? Ich glaube, ich habe ich auch gesagt, das wurde im Stream viel gefragt. Also hier habe ich halt die Möglichkeit, auf 27 Meter zu fahren, weil ich 27 Meter Fahrgassen habe. Also der fährt jetzt auch mit RTK genau meine Fahrgassen, die ich sonst auch fahre. Und ich habe hier günstige Bedingungen von der Biogas bekommen, sodass sich das auch hier wirklich lohnt für mich, das hier zu machen, obwohl ich eigentlich nicht so angetan bin von Gerresten im Bestand im Rapsfahren. Aber ich glaube, das ist ganz ein guter Kompromiss, auch fürs Portemonnaie. Muss nämlich weniger Stickstoff dadurch einkaufen. Ja, ansonsten haben wir den Abend hier wieder geschafft. Ich habe ja übrigens nur noch zwei davon, ne? Also, weiß okay, aber das habe ich, glaube ich, auch in einem Video gesagt. Die Kotte war ja eine Mietmaschine, ist jetzt ausgelaufen, weil ich kein Grünland mehr habe und die Auslastung nicht mehr so krass habe, habe ich mich dazu entschieden, das einfach dann wegzugeben. Und die Jungs hier sind ja abbezahlt. Die kann man ja nach wie vor weiterlaufen lassen und das sehe ich dann auch. Und ich denke Ende der Woche oder Ende der Woche ist bei mir noch knapp, aber ich glaube Anfang nächster Woche werden wir den Geras bei mir weiterfahren mit meinem Fass. Und wir werden, denke ich auch, morgen fahre ich hier Pflanzschutz, gucken, ob ich Mittwoch habe Ende der Woche noch viele Termine, Leute. Ich denke, da werden wir gucken. Pflanzschutz und Mikros und da geht schon was. Also wir sehen uns morgen wieder, nochmal mit Zubringer. Und dann morgen Abend wahrscheinlich schon mal mit Pflanzenschutz. So, wir haben jetzt den nächsten Tag und der kommt gleich rausgefahren. Da fährt er. Das hier muss ich nochmal mit Detlef die nächsten Tage abbauen. Mit so 30 Meter Gestänge muss man natürlich aufpassen hier, ne? Das kommt dann jetzt schon gefährlich dicht. Was muss ich jetzt hier eigentlich machen, wenn er jetzt hier rankommt zum Saugen? Also wenn ich jetzt hier still stehe, dann kann ich hier einmal die Hydraulikeinheit anmachen und gehe hier einmal auf. Zack. Und das ist es. Jetzt leuchtet das hier auf. Dann kann ich die Hydraulik wieder ausschalten. Und jetzt habe ich oben einen Hydraulikzylinder aufgemacht. Und jetzt kann ich abgesaugt werden. Ich darf das aber nicht vergessen, wieder zuzumachen. Denn beim Anfahren, wenn Druck nach hinten geht, wird es rausschwappen und auch beim Pumpen herrscht ja auch ein bisschen Druck im System, weil Luft ja auch entweichen muss, ist ja kein Vakuumfass, würdet auch nach oben rausschwappen.
So, wir hatten heute wieder einen sehr kalten Morgen. Wir haben gerade mal 2 Grad draußen. Und das ist wirklich frisch, muss man ehrlich sagen. Und man muss sagen, so ein 30 Meter Gestänge macht schon mal her, oder? Wir kommen auch ganz gut voran, muss man sagen. Also wir sind jetzt schon hier am Vorgewände. Und dann werden wir noch ein ganz bisschen das Getreide mitmachen. Und den Rest mit dem Getreide mache ich dann wieder mit meinem Fass. 1500 Kubik habe ich zu Biogas geholt, hole ich erstmal schleunigst weg. Die wollen wir auf Wartungsarbeiten machen und brauchen deswegen so schnell Platz. Genau, hier ist das Vorgewende, aber ihr seht selber, wie gut befahrbar hier direkt satt ist. Also er ist hier 2-3 Mal schon mit einem vollen Fass lang gefahren. Na klar, fährt er pflanzenplatt, aber hier ist ja die Fahrgasse. Und, aber ihr seht, er fährt gar keine Spuren rein. Man sieht nicht mal einen Stollenabdruck. Und mit dem Mikrofon, Leute, das geht in der nächsten Folge weiter, weil ich habe mir jetzt Klinkekabel bestellt, da tut mir total leid, dass ihr mit so einem, ich denke, der Ton ist schlecht, dass ihr mit dem Ton klarkommen müsst. Habe ich euch gestern eigentlich schon gezeigt, wie das hier im Bestand aussieht, so sieht das hier aus. Relativ flüssig, ihr seht ja selber, das sickert auch gut ein hier. Und die Bedingungen sind halt so kühl und nass, ihr seht das hier, da ist Tau drauf. Sodass das auch keine Ätzschäden führt, weil es ist kalt und nass. Es ist diesig, 2 Grad und das ist einfach perfekte Bedingungen zum Gerres zu fahren. Es muss eiskalt sein, diesiges Wetter, am besten gar keine Sonne. Je weniger N-Verluste hat man dadurch. Und optimal wäre es noch, wenn es dann abends, jeden Abend so einen Millimeter regnen würde. Dann wäre so ziemlich perfekt. Ich nehme euch noch einmal mit zur Biogasanlage und zeige euch so, wie ich erhebe, ich da so alles drücken muss, damit ich vollfüllen kann. Aber das ist mit einer Drehkolbenpumpe hier, mit so einem Fass, generell mit einem Zubringerfass, ist das denkbar einfach hier, das Ganze zu befüllen und zu entleeren. So, jetzt habe ich euch fast vergessen. Also Schlauch anklemmen, Schieber zu, Schieber auf, den auf. Jetzt läuft das sozusagen raus. Man muss da anfangs auch aufpassen, die Behälter haben extrem hohen Druck. Das heißt, ja, ein kleiner Fehler. Und nicht ein richtig angeschlossener Schlauch macht gleich eine Wahnsinnsfontäne. Und da brauche ich nur noch Plus drücken. Dann fängt er an, die Hydraulikeinheit Druck drauf zu geben und hat das so eingestellt über das TMS, dass er auch automatisch Drehzahl dazu gibt. So, wenn das Fass jetzt hier gleich voll ist, so wie hier, drücke ich hier einmal rauf, dann geht die Pumpe aus und dann kann ich die Schieber jeweils zumachen. Jetzt muss man alle Gedanken beisammen haben, damit man jetzt hier nicht mit Gülle angespritzt wird. Also man kann A, den Schlauch leer saugen. Man hat aber auch die Möglichkeit, also man könnte den leer saugen hier, man hat aber auch die Möglichkeit, wie hier, wenn man das irgendwo hinlaufen lassen kann, dann kann man den Schlauch hier in die Tonne leer laufen lassen und am Ende zieht man es beim nächsten Mal wieder rein. So, das heißt, der Schlauch ist jetzt nicht mehr unter Druck. Ich kann den hier aufkoppeln. Hört man, wie er langsam gluckert, dann macht da ein bisschen Substrat rein, nimmt den Schlauch jetzt hier weg und legt den hier rein. Stell den Eimer rüber, zack, mach den Blinddeckel rauf, zack, zu und fertig bin ich. So, jetzt ist da ja Substrat drin, aber das kann ich beim nächsten Mal ohne Probleme wieder wegziehen. So Leute, ich habe gerade das Video geschnitten. Wir haben kurz nach 5, wir haben Mittwoch früh, 28. Februar. Ich habe kurz das Video geschnitten und mir ist aufgefallen, ich habe gar nicht abmoderiert. Und zwar, ich hatte gestern noch 1-2 lange Termine und die habe ich ein bisschen von abgekommen und war dann ja, zwischendurch immer wieder Zubringer fahren, Termine, dies, das, jenes. Heute auf Mittwoch, ich fange nachher gleich an mit Pflanzenschutz, fahre nachher gleich mit der Spritze los. Das seht ihr dann in der nächsten Folge wieder. Ansonsten ja, muss ich langsam erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Mit dem Vloggen ist irgendwie, keine Ahnung, wenn man ein paar Monate nicht so richtig die Kamera in der Hand gehabt hat, schon wieder ein bisschen ungewohnt. Mikrofon, Klinkekabel ist da, nächstes Mal Ton besser. Vielen Dank, dass ihr das ertragen habt. Ich habe das gerade schon im Videoschnitt gehört. War nicht ganz so geil, um ehrlich zu sein, von den Aufnahmen. Ja, die GoPro macht wirklich keinen guten Ton, deswegen ist ganz wichtig, dass wir wieder Mikrofone da dran haben. Und dann freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann, ciao, ciao.